3 Spiele, 3 Siege, zuletzt läuft's gut für den SV Horn. Bei Interimscoach Gennadi Petrov überschlagen sich zurzeit die Ereignisse. Ja, selbstverständlich. Wenn ich anders sage, das würde ich lügen. Aber im Fußball bzw. im Leben auch ist es alles ganz schnell. Und genau der Fall war auch mit mir ganz schnell. Das mit dem Trainersituation in Horn hat sich so ergeben, dass ich quasi anspringen kann oder soll. Und ich habe diese Herausforderung ernst genommen und ich habe, glaube ich, best rausgeholt, beziehungsweise sind wir noch nicht fertig, aber sind wir einen guten Weg. Es scheint, als könnte der SV Horn mit der aktuellen so schwierigen Situation besonders gut umgehen. In der Corona-Tabelle der letzten 6 Runden befindet man sich ganz weit oben. Die Gründe dafür sieht Kapitän Florian Sitzam aber woanders. Ja, ich glaube, wir belohnen sich für viele Sachen, was man die Monate davor vielleicht der Ball immer nicht reingegangen ist oder Schiedsrichterentscheidung vielleicht nicht zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Da hat sich sicher das Blatt ein bisschen gewendet und wir haben auch die Zeit in Corona mit den Heimtrainings über Zoom-Meetings sehr gut genutzt, glaube ich, und da vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Nach überstandener Verletzungspause meldet sich Winterneuzugang Patrick eindrucksvoll mit einem Doppelpack zurück zum Dienst. In Zeiten wie diesen ist es umso schwieriger, wieder in die Spur zu finden. Das ist eine schwierige Zeit für uns alle. Speziell nach Corona und Verletzung ist es nicht selbstverständlich, in einen guten Rhythmus zu kommen. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich das geschafft habe. 4 Spiele stehen bis zu Saisonende noch am Programm, davon 2 Heimspiele gegen die 2 Spitzenreiter. Und auch wenn es um nichts mehr geht, bis zum Schluss soll die beste Performance abgeliefert werden. Ja, wir werden es definitiv schon tun. Druck liegt auf jeden Fall bei unseren Gegnern morgen. Wir sind nach diesen 3 Siege mit genug Selbstvertrauen in der Tasche und das werden wir alles versuchen, da bei unseren Wohnzimmer bestmöglich zum Verkaufen. Und ich kann eins garantieren, dass manche wird alles geben. Und am Ende bin ich auch überzeugt, dass wir ein positives Ergebnis herausholen. Wir haben noch 2 Titelaspiranten bei uns zu Hause in Horn. Da können wir natürlich entscheidend ins Titelrennen eingreifen und da wollen wir sicher eine wichtige Rolle spielen. Natürlich versuchen die letzten 4 Spiele genauso zu bestreiten wie die letzten 3 am besten und werden versuchen, die Großen zu ärgern und auch die restlichen 2 Spiele, die dann noch ausstehen, gut zu absolvieren.